Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Es ist soweit. Die Ziehung der Gewinner zu meiner Auslosung zu 10.000 YouTube-Abonnenten steht an. Und ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Es sind über 300 Teilnehmer, die kommentiert haben auf meiner Homepage. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über dieses tolle Feedback, über euer Lob, über Anfeuerungen, dass ich weitermachen soll und dass ihr das so schätzt, was ich mache. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, denn man lädt ja ein Video hoch und man kriegt vielleicht auch mal ein paar Kommentare unter dieses Video. Aber diese große, große Resonanz, die man dann eben durch so eine Verlosung dann eben erfährt, die ist schon einmalig. Und das tut einfach gut, wenn man sieht, dass das, was man da macht, auch wirklich ankommt. Und dass ihr das wertschätzt und dass euch das auch ein Stück weit wichtig ist. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, auch im Namen meiner Familie und meines Mannes. Die haben sich auch über eure Kommentare ganz arg gefreut, dass auch da das Bewusstsein da ist, dass die Familie da eben im Hintergrund steht und auch hilft und auch weiterhin hilft. Und manches wäre ohne diese Menschen nicht möglich. Genau, jetzt möchte ich aber zur Verlosung kommen. Wie gesagt, es sind über 300 Lose hier in diesem Topf. Er quillt auch schon über. Ich glaube, das nächste Mal muss ich mir dann ein anderes Gefäß suchen. Und ich starte mit Platz 5. Platz 5, ich schiebe das mal ganz kurz ein bisschen rüber. Platz 5 waren ja diese schönen Ombre-Tüten. Da sind, jetzt gucke ich nochmal, 20 Stück drin, genau, sind in den Incolor-Farben. Und das ist Platz 5 und den lose ich jetzt aus. Greife ich einmal rein. Und Platz 5 hat gewonnen. Ute Rotärmel, herzlichen Glückwunsch, Kommentar Nummer 33. Ute, du bekommst die Tüten von mir. Dann geht's weiter. Schiebt man das wieder ein bisschen beiseite. Mit Platz 4, das war ja das Set Fruchtige Grüße und dem passenden Designerpapier dazu. Und da greife ich mal ganz nach unten. Wir haben es gut durchgemischt. Wir hoffen, dass nicht alles auf einer Stelle liegt. Und Platz 4 hat gewonnen. Claudia Tietke, Kommentar Nummer 8. Herzlichen Glückwunsch. Claudia, du bekommst das DSP und das Stempelset von mir. Dann geht's weiter zu Platz 3. Das war das gestanzte Grüße-Set und die kleinen Pergamentdeckchen. Auch da. Kuscheln wir wieder. Mal ein bisschen zur Seite. Für mich ist das genauso spannend wie für euch. Ich weiß ja nicht, wer gewinnt. Platz 3 hat gewonnen Angelika Werner. Kommentar Nummer 7. Herzlichen Glückwunsch, Angelika. Du bekommst das Stempelset und die Pergamentdeckchen. Und dann geht es weiter mit Platz 2. Das sind ja diese Stanzformen. Diorama heißen sie. Platz 2 hat Hannelore van Elsen, der Kommentar Nummer 107. Herzlichen Glückwunsch, Hannelore, du bekommst die Stanzformen. Und jetzt kommen wir zu Platz 1 unserer Mini-Stanzmaschine. Ist ja wirklich ein großer Gewinn. Und jetzt bin ich gespannt, wer den bekommt. Ich misch noch mal alles gut durch. So. Und Platz 1 gewinnt, Trommelwirbel, Claudia Gneisinger, Kommentar Nummer 150. Herzlichen Glückwunsch, Claudia, du bekommst die Mini-Stanzmaschine. Allen Gewinnern an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Allen Teilnehmern, die jetzt nicht gewonnen haben, trotzdem nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Auch für eure Teilnahme, dass ihr mitgemacht habt. Und die Gewinner werden von mir schriftlich benachrichtigt und dann kommen die Gewinne dann auf dem postalischen Weg zu euch.
Genau. Ja, seid nicht traurig, wenn ihr jetzt nicht dabei wart. Es waren jetzt auch wirklich viele Teilnehmer. Da sinken dann die Chancen natürlich auch, gezogen zu werden. Und nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr mir die Treue haltet, dass ihr euch an den Videos, die ich mache, dann auch erfreut und euch da einfach ganz viele Ideen mitnehmen könnt. Mir macht es auch immer wieder Spaß, für euch kreativ zu sein und ich hoffe, das kann ich noch ganz lange. Und mir bleibt heute nichts zu sagen. Wie herzlichen Glückwunsch nochmal an alle. Vielen Dank für alles und bleibt gesund, bleibt kreativ und wir sehen uns im nächsten Bastelvideo. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.